Die Trends beim Anrichten liegen einfach darin, dass es einen Weg zur Einfachheit gibt. Wir achten immer wieder darauf, dass wir unterschiedliche Texturen, Haptiken, Temperaturen und Konsistenzen dann einfach auch immer wieder auf einem Teller dann auch vereinigen. Das Anrichten ist ja auch ein Spiel der Sinne. Emotionen kann man ja nicht schmecken, aber man kann sie erlebbar machen. Wir versuchen dann natürlich auch mit modernen Hilfsmitteln unsere Gäste zu begeistern. Klein, fein, filigran. Ich finde, das ist das A und O. Für mich das Wichtige ist frisch, farbig und sehr kreativ. Wenn man einen Teller anrichtet, sind es ja kleine Kunstwerke. Ne? Wenn der Gast das vor jetzt kriegt und dann immer sagt so, oh. Die eigentlich große Herausforderung liegt darin, die Leichtigkeit oder dann auch die Einfachheit dann einfach auch für sich zu behalten. Wenn man das einfach auch beherzigt oder auch verinnerlicht, werden die Teller von alleine schön.